Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück im Böhmen des Jahres 1403. Kennt ihr das noch? Ja, wir sind in Rattay. Hier unten sitzt Theresa und die hat sogar einen neuen Gefährten, einen Hund. Das wird noch Thema werden, denn wir sind hier im neuen DLC von Kingdom Come Deliverance und es ist das letzte DLC. Und insofern freue ich mich darauf, mit euch das gemeinsam hier nochmal zu erleben. Das Ganze heißt A Woman's Lot, das Los einer Frau und... Eine Frau, nein, eigentlich zwei Frauen spielen in diesem DLC eine größere Rolle. Denn das Ganze ist ja keine Erweiterung der Hauptgeschichte um Heinrich, sondern es führt gewissermaßen zwei unabhängig zu spielende Nebengeschichten ein, nämlich die Geschichte von Theresa und die Geschichte von Johanka. Und das ist ganz clever gemacht. Man kann diese Geschichten nicht einfach aus dem Hauptmenü heraus starten, sondern man kann sie erst erleben, wenn man einen bestimmten Spielfortschritt im Spiel erreicht hat. Bei Theresa ist das relativ am Anfang oder ich weiß gar nicht genau. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Vielleicht auch erst, wenn man sie da mit ihr die Nacht in der Scheune verbracht hat. Möglicherweise auch schon vorher. Bei Johanka weiß ich es ein bisschen genauer. Da ist es, wenn man ihr im Kloster in Sasau geholfen hat mit dieser Seuche, wenn man diese Geschichte abgeschlossen hat. Auf jeden Fall, wenn bei euch auf der Karte dieses Symbol erscheint, bei Johanka müsste es hier auch schon sein, ja, dann ist diese Quest zu beginnen und da kann man dorthin und man, ich weiß nicht, wie es jetzt genau funktioniert, aber man wird sie dann ansprechen und dann geht es los. Und das sind, wie gesagt, zwei unabhängige Geschichten und wir erleben gewissermaßen deren Hintergrundgeschichten im Zuge dieser gesamten Ereignisse. So, und bevor wir gleich starten, noch eine letzte Sache. Wenn ihr das selber spielen wollt, wenn euch das interessiert, dann verweise ich wie gewohnt auf meinen Keyshop-Partner GamesPlanet. Das Ganze kostet bei Steam 12 Euro und dort 10% günstiger. Und wenn ihr nochmal 5% sparen wollt, dann nutzt ihr einen Community-Gutschein und der ist ein bisschen prosaisch. Diesmal KCDWLOT5, Kingdom Come Deliverance Lot, Woman's Lot 5, also die Abkürzung davon, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Ja, und jetzt geht's los und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was hier auf uns erwarten wird. Ach so, noch, entschuldigt, noch eine letzte Bemerkung. Mit dem DLC ist auch noch ein neuer Patch gekommen, 1.9, der auch nochmal viele Qualitätsverbesserungen, viele Bugfixes für das Hauptspiel bringt. Ja, und insofern ist das Ganze jetzt wohl ziemlich rund, könnte man sagen. Ach, und noch eine Sache habe ich vergessen. Dieser Code, den ich euch eben gesagt habe, der gilt für sämtliche DLCs. Ja, also falls ihr da sowieso mal zuschlagen wollt, dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt. So, jetzt reden wir aber mit Theresa. Du bist wahrlich eine Augenweide. Mhm, genau. Und hier starten wir das Ganze. Wir könnten sie jetzt übrigens auch auf den Hund ansprechen, denn das ist sozusagen ein neues Feature, was mit eingeführt wird. Also wenn ihr jetzt nochmal die Hauptgeschichte beginnt, dann bekommt ihr tatsächlich auch einen Hund als Begleiter, als Heinrich. Das ist nicht nur was, was Theresa betrifft. Vielleicht können wir das auch gleich mal zeigen oder probieren. Wo hast du den Hund her? Er kommt mir bekannt vor. Erkennst du ihn denn nicht? Köter, der Hund vom Skalitzer Fleischer. Ach, Köter. Natürlich. Als ich dort war, um meine Eltern zu begraben, bewachte er seine Leiche. Ein treuer Freund. Warum ist er hier? Als wir dich hierher karten, nahmen wir ihn mit. Seitdem treibt er sich hier bei der Mühle herum. Wie geht es ihm? Deutlich besser. Ich werfe ihm Fressen zu, wann immer mein Onkel gerade nicht hinsieht. Verhungern wird er nicht. Und wie denkt der Müller über den Hund? Er mag ihn nicht. Wie das? Wenn er ihn sieht, brüllt er und sagt, dass er nun noch ein Maul zu stopfen hat und ihn häuten wird. Ah je. Das änderte sich auch nicht, als Köter einen Hasen aus den Wäldern brachte. Gegessen hat er ihn aber natürlich gerne. Ich könnte mal mit ihm reden. Das wäre Zeitverschwendung. Hört Köter auf dich? Auf mich? Nicht besonders. Er hat seinen eigenen Kopf und ich bin nicht streng genug. Ah. Verwöhntes Biest. Ach, er kennt einfach nicht viele Kommandos. Aber um ein Stück Fleisch betteln, das kann er gut. Seit wann kümmerst du dich um ihn? Prinzipiell, seit wir hier sind. Manchmal läuft er weg, aber er kommt immer zurück. Oft ist er den ganzen Tag fort. Ich glaube, er streunt gerne umher. Schlecht scheint es ihm nicht zu gehen. Ja. Ja, ich mag ihn, aber er erinnert mich zu sehr an Spitzer, weißt du? Ich will nicht immer an Skalitz denken. Aber vielleicht magst du ihn ja mitnehmen. Ich? Ihr würdet euch sicher gut verstehen.
Er ist ein feiner, liebenswerter Hund. Bei dir wüsste ich ihn in guten Händen. In der Schmiede hatten wir nie einen Hund. Wir brauchten keinen. Komm schon. Er hat niemanden. Okay. Und das ist halt der Moment, wo man dann als Heinrich den Hund bekommt. Ich nehme ihn jetzt mal an. Na schön. Ich nehme ihn. Er wird mich unterwegs bei Laune halten. Hab Dank, Heinrich. Na los, geh zu ihm. Er treibt sich irgendwo hier herum. Okay, wir gucken mal kurz nach dem Hund, bevor wir uns dann jetzt wirklich nochmal mit Theresa beschäftigen. Beziehungsweise, wo ist er denn? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da, da bist du ja. Hey, Köter. Kennst du mich noch? Aus Scarlets. Weißt du noch? Na, streichel ihn nochmal. Soll ich dich mitnehmen? Na dann komm, wir werden dicke Freunde, wirst sehen. Folge mir. Okay, schaut mal, hier lernen wir die Fähigkeiten, die der Hund hat und mit sich bringt, mal kurz kennen. Fortan hast du einen vierbeinigen Gefährten, der dich beschützen und dir auch anderweitig helfen wird, sofern du dich gut um ihn kümmerst. Du kannst mit ihm reden, ihn füttern, am besten mit Fleisch, ihm Kommandos geben und ihn mit Lob belohnen. Benutze den Zeiger, um deinen Hund mit Y verschiedenste Kommandos, wie etwa bei Fuß zu geben. Okay, zudem hast du die neue Fertigkeit Hundeflüsterer. Sie legt fest, wie gut du deinen Hund ausbilden kannst und welche Kommandos dir für ihn zur Verfügung stehen. Du erhältst Erfahrungspunkte, wenn du die Kommandos anwendest. Oder im Tab Gefährten erhältst du einen Überblick über die Werte deines Hundes, wobei Folgsamkeit der wichtigste Wert ist, da er ausschlaggebend dafür ist, ob dein Hund dir gehorcht. Mit jeder Verletzung sinkt der Wert und auch wenn du deinen Hund für längere Zeit vernachlässigst. Wenn der Folgsamkeitswert deines Hundes zu niedrig ist, befolgt er nicht mehr alle Kommandos. Sinkt der Wert auf 0, läuft der Hund weg und kehrt erst nach einiger Zeit wieder zurück. In dieser Zeit kannst du ihm keine Kommandos geben. Je höher der Folgsamkeitswert deines Hundes ist, desto bessere Werte hat er. Er kann dich und sich selbst besser verteidigen, verursacht bei Gegnern höheren Schaden und läuft nicht so schnell wieder weg. Du kannst die Folgsamkeit deines Hundes vor allem dadurch erhöhen, dass du ihn fütterst und lobst. Es ist effektiver, dies regelmäßig zu tun, anstatt in kürzester Zeit mehrere Male hintereinander. Alles klar, sehr schön. Das wird uns möglicherweise noch mit Theresa von Nutzen sein, denn ich glaube, wenn wir jetzt ihre Geschichte beginnen, wird der Hund auch noch eine Rolle spielen. Also jetzt, wie hast du es geschafft zu überleben? Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Ja. Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du? Oh, ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, bevor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Okay, könnte das Spitzer sein? Sie hatte offenbar einen anderen Hund. Wohlan, die Arbeit ruft. Ich muss Spitzer und die Hühner füttern, das Unkraut jäten. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Okay, jäte das Unkraut, hol das Hühnerfutter. Warte mal, wir gucken uns das mal genau an. Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich, genau, das funktioniert so. Das ist auch wirklich ganz interessant gemacht. Wir spielen natürlich in der Welt, die wir schon kennen, in der Gegend, die wir schon kennen, um Scarlets herum. Aber da ist Scarlets noch intakt und es ist eine begrenzte
gewissermaßen neue Karte, ein Teil der alten Karte. Man kann dieses Gebiet, wird man vermutlich nicht verlassen können, aber dieses Gebiet wird eine größere Rolle spielen, als es im Hauptspiel spielt. Und es gibt noch eine Sache, die man wissen muss. Die Zeit wird gewissermaßen ein bisschen angehalten. Also die Chronologie ist jetzt hier durch diese Quest festgelegt. Man kann also jetzt nicht, keine Ahnung, total rumbummeln, 10 Nächte pennen und dann weiterspielen. Dann würde nämlich die Chronologie der anderen Hauptgeschichte gewissermaßen durcheinander gebracht. Und um das zu verhindern, haben sie das auf diese Art und Weise gemacht. Finde ich ganz gut. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir... Jetzt muss ich erstmal hier an die Steuerung mich wieder gewöhnen. Was ist denn jetzt hier unsere Aufgabe? Also... Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt stets am besten, allerdings kann es nicht gut wachsen, wenn der Garten mit Unkraut zugewucht ist. Ich muss es jäten. Hol das Hühnerfutter. Im Zimmer mit der Kochstelle steht am Fenster ein Sack mit Hühnerfutter. Und optional, wir sollen uns in der Vorratskammer umsehen und Spitzer füttern. Okay. Spitzer will vermutlich kein Hühnerfutter haben. Ich würde mal sagen, dann holen wir erstmal das Hühnerfutter. Schauen wir mal, was war da am Fenster? Im Sack am Fenster? Da haben wir es. Okay. So, wo sind denn die Hühnis? Da haben wir es. Da haben wir sie. Können wir sie so einfach füttern? Ja. Hier für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr, füllt eure Schnäbelchen. Was macht Spitzer da? Weiß es nicht. So, wir sollten einen Blick oder wir können einen Blick in die Vorratskammer holen. Oh Gott, sie läuft sogar. So emsig ist sie. Ich muss Spitzer ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Finden wir denn hier Fleisch? Da. Ob wir das einfach dürfen? Spitzer! Wo bist du? Wo läuft er eigentlich hin, wenn wir irgendwie ins Haus gehen? Kommt er dann mit? Spitzer? Da. Ob man ihn auch rufen kann, so wie das Pferd von Heinrich. So, reden. Aha, schau mal. Wir können sieh mal, was füttern. Ich für dich habe. Ganz lecker. Gut, Stück Fleisch. Hat er das jetzt bekommen? Ah, schaut mal. Da liegt es. Okay, komm, wir streicheln mal ein bisschen, ne? Such, bleib, andere Kommandos. Loben. Guter Junge. So ist's recht. Können wir schon andere Kommandos? Scharf, bei Fuß, lauf frei. Okay. Mal gucken, was das... Später mal gucken, was das für Bedeutung hat. So, was war das jetzt noch? Wir sollten Unkraut jäten. Haben wir denn eine Hacke dabei? Vielleicht steht die hier irgendwo rum. Oder sollen wir das hier einfach rauszuppeln? Mit der Hand machen wir das, okay. Also echtes Jäten. Na los. Schöne Kohlköppe. Da links habe ich eine Melone gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Das scheint mir ein bisschen ungewöhnlich, dass die in diesen Breitengraden wachsen einfach so. So, müssen wir das auch? Nö, ich glaube, das ist okay, oder? Ah, offenbar doch. Spitzer, jetzt schieb mich hier nicht beiseite. Ja, das... Nein, ich wollte nicht reden. Das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil vom Hund. Ey, lass mich mal hier. Springt er über den Zaun. Er behindert mich echt hier.
Oh Leute, was ist mit dem Kraut? Muss ich das alles machen? Ich bin schon jetzt ein bisschen genervt. Aber Theresa vermutlich ganz im Gegenteil. Gut, wir müssen tatsächlich hier alles ernten. Ja, ernten, sammeln. Jeden. Okay. Das sollte reichen. Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Sehr schön. Kräuterkunde hat das gebracht. Sprich mit deinem Vater. Alles klar. Ja, wir haben nämlich auch Werte mit ihr natürlich und sind wohl lang genug hier auch in der Geschichte, dass man die auch steigern kann, dass das eine Bedeutung hat. Ich bin gespannt. Theresa, komm her! Bist du aufgestanden? Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Der sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser Tu-nicht-gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Bischek, ich weiß gar nicht, wie stand Theresa nochmal zu ihm? Egal, wir sind jetzt mal nett. Ach, Vater, urteile nicht so streng über ihn. Du weißt doch, dass er es nie leicht hatte. Nicht nur er, Mädchen. Das entschuldigt nicht seine Faulheit. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut. Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaub ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Wir können versuchen, ihn zu überreden. Tatsächlich, Vater? Muss das unbedingt bis später warten? Neugier ist der Katze tot. Würde ich es sagen, wäre es keine Überraschung mehr. Oh, na schön. Habt ihr gesehen, da hat sich der Ruf verschlechtert. War das schon immer so, dass wenn man sowas nicht geschafft hat? Interessant. Okay, also wir müssen jetzt Leute wecken. Wo pennen die denn hier? Schlafen die oben? Könnte sein, ne? Und dann kommt die Szene, die wir aus Heinrichs Perspektive erlebt haben. Das ist ja cool. Mit den Nägeln. Daran erinnere ich mich noch gut. Ihr bestimmt auch. Samuel. Samuel, steh auf. Es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ich bin schon wach. Issen haben, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr. Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. Das Coole ist, hier kommen all die Namen und Leute nochmal vor, die wir aus der Hauptgeschichte kennen. Das ist schon irgendwie wirklich schön gemacht, muss man mal sagen. Ich wüsste jetzt kein Rollenspiel-DLC, das das auf diese Art und Weise gelöst hat. Finde ich echt gut. Gut, dann schauen wir mal, wo Bischek ist. Hier oben war er zumindest nicht. Gucken wir mal kurz. Aha, da ist er. Da ist der Schmied und vielleicht können wir noch irgendwelche Besorgungen machen. Na los. Ja, genau. Hier war wirklich die Situation. Wisst ihr noch, wo Heinrich dann vorbeigeritten ist? Aus Schiss. Unser Heinrich zumindest. Und Theresa sich mit den drei Kumanen irgendwie rumschlagen musste.
Vater sagt, du bist faul. Und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor. Und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. So, wollen wir ihn aggressiv angehen? Ich glaube, das ist jetzt im Moment nicht unsere Stärke. Deswegen mach es mal so. Hör zu, Bishek. Wenn mein Vater dich für einen Faulpelz hält, solltest du dir besser mehr Mühe geben. Ich sag dir das doch nur, um dir zu helfen. Oder willst du wirklich deine Arbeit verlieren? Bei euch dreht sich alles um die Schufterei, als wäre sie ein Segen des Himmels. Schon gut, ich mach mich an die Arbeit. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Das klingt schon besser. Und wird dein Schaden nicht sein. Okay. Gut, und ich sehe gerade, wir haben eine neue Hauptstufe erreicht. Und das bedeutet, vielleicht sollten wir uns jetzt doch mal mit dem beschäftigen, was wir im Inventar haben und unsere Eigenschaften und sowas alles. Also, was haben wir an? Wir haben Frauenschlappen. Wir haben 77 Groschen. Wir haben immer noch das Hühnerfutter dabei. Mutters Halskette. Okay, die bringt uns offenbar Charisma. Hm. Aber ändert sich eigentlich nichts irgendwie am Charisma hat sich aber eben nichts geändert. Ups, warte mal, Leute. Kurze Bedienungsschwächen. Na gut, wie auch immer. Mutters Halskette. Eine Halskette, die Theresas Mutter einst trug. Als sie kurz nach Samuels Geburt starb, schenkte Theresas Vater die Kette seiner Tochter. Seitdem ist sie für Theresa ein schönes Erinnerungsstück an Mutter. Dann im Moment ein Nachthemd. Ah, dreimal Retterschnaps. Dann diesen Überzug und Unkraut haben wir dabei. Okay, so, jetzt haben wir Hauptstufe 3 erreicht. Erste Hilfe können wir. Mhm. Okay, also Verbände anlegen können wir damit. Das haben wir dadurch gelernt, glaube ich, jetzt. Gott, ich muss mich erstmal an das ganze System wieder erinnern. Und diese anderen Sachen lernt man ja durch Benutzung, ich erinnere mich. Okay, Stärke, Agilität, das ist alles bekannt. Charisma 9. Das sind die Werte, verstehe. Kampf können wir ein bisschen mit dem Bogen umgehen, das ist gut zu wissen. Fertigkeiten, Alchemie können wir nichts, Heimlichkeit ein bisschen. Hundeflüsterer sind wir ziemlich gut. Gucken wir uns mal diese Eigenschaften an. Süßes Hündchen, die Menschen mögen deinen süßen Hund und finden dadurch auch dich sympathischer. Ein Punkt auf Charisma. Fass. Wenn du deinem Hund dieses Kommando gibst, wird er andere Leute anfallen. Treuer Gefährte. Dein Hund ist dein treuer Gefährte. Wann immer er wegläuft, erhält er sogleich einen Bonus von 10 Punkten auf Folgsamkeit, nachdem er zurückgekehrt ist. Und Such. Dein Hund kann mit seiner Spürnase interessante Orte ausfindig machen. Dank der Hilfe deines vierbeinigen Freundes wird dir nichts mehr entgehen. Macht er das automatisch oder muss man ihn da das anweisen? Jagen können wir gar nicht. Kräuterkunde ein bisschen. Wenn du genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hast, erhältst du einen Bonus von 2 Punkte, weil wir Blumenkind sind. Ob das Unkraut auch dazu gehört? Reparieren können wir ein bisschen. Aber das haben wir, glaube ich, noch nicht gelernt, oder? Okay. Gut, Schlösser knacken sind wir nicht so gut. Trinkfestigkeit auch nicht. Ah ja, süßes Hündchen ist aktiviert. Ruf Scarlets 100. Gut, Gefährten. Hier sehen wir die Werte unseres Hundes. Geruchssinn 17. Folgsamkeit 93. Aha, und hier sehen wir das aktuelle Kommando. Verstehe. Ja, ich denke, das könnte es fürs Erste schon mal gewesen sein. Also unser erster Eindruck jetzt hier von diesen neuen Optionen und jetzt, warte mal, was ist jetzt der kürzeste Weg da hoch? Diese Abkürzung? Kommen wir davon, eigentlich müssten wir da auch hinkommen, ne? Sonst müssen wir den ganzen langen Weg gehen. Kommt, das ist der Weg, den Heinrich genommen hatte, als er geflohen war. Den werden wir jetzt hochmarschieren. Hier steht ein Pferd, ist das unser? Beziehungsweise von unserem Vater. Ich bin gespannt, ob oben das Tor auf ist. Sonst müssen wir jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Ich komme mir irgendwie so vor, als ob wir sehr nah am Boden gehen. Nee.
Ging es hier weiter hoch? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wir folgen mal nach dem Weg. Irgendwo muss der ja hinführen. Ich glaube, das war der. Oh ja, es sieht so aus, als ob wir hier durchkommen. Sehr schön. Na gut, das ist die entscheidende Stelle, wozu hätte sein können. Aber Gott sei Dank, die Tür ist geöffnet. Super. Ah, ich glaube, jetzt hätten wir auch oben lang gehen können. Jetzt sind wir schon im Inneren der Burg und ja, und können jetzt die Nägel abholen. Heinrich müsste sich doch eigentlich hier irgendwo rumtreiben. Nichts vom Schmied zu sehen. Wo könnte er sein? Vielleicht ist er gerade da unterwegs. Könnt ihr euch erinnern, am Anfang, da musste Heinrich doch auch irgendwelche Besorgungen machen. Ach, hier ist sie. Heinrichs Mutter. Na, lauf doch nicht mehr weg hier. Ach so, jetzt macht man Fass, wenn man den Gegner oder irgendeine Person anvisiert. Naja, das machen wir jetzt natürlich nicht. Gott schütze dich. Ich soll für Vater Nägel holen, aber in der Schmiede ist niemand. Ja, tut mir leid. Martin musste in die Burg, um mit Herrn Ratzig zu reden. Er schmiedet nämlich ein Schwert für ihn. Oh, verstehe. Und sind die Nägel für Vater fertig? Leider hat er es wegen des Schwerts nicht rechtzeitig geschafft. Ich muss dich auf morgen vertrösten, dann sind sie fertig. Ich sag es ihm am Abend nochmal. Gut, ich komme morgen wieder. Tu das, Liebes. Ach übrigens, die Mädchen haben nach dir gesucht. Wer denn? Bianca und Johanka. Du könntest sie auf dem Weg nach Hause besuchen. Bestimmt führt ihr etwas im Schilde. Um was ging es denn? Weiß ich nicht, aber es schien wichtig zu sein. Insofern ging es vermutlich um Jungs. Hm. Jetzt kennen wir natürlich ihre Vorgeschichte nicht. Lassen wir das Thema Jungs lieber. Drei Mannsbilder zu Hause und Bischek in der Mühle. Ein Esel wäre nützlicher und auch besser für die Nerven. Für dein Alter bist du ganz schön schlagfertig. Gewiss wirst du anders denken, wenn dein Vater einen guten Mann für dich findet. Ich wüsste nicht wo. Danke fürs Bescheidsagen. Ich hole dann morgen die Nägel ab. Gern geschehen. Ach, und noch etwas, Theresa. Hast du Heinrich irgendwo gesehen? Wenn er seinem Vater mehr in der Schmiede helfen würde, wären die Nägel fertig. Ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt fuchtelt er wieder bei diesem Kampfmeister mit dem Schwert herum. Wenn er den Schmiedehammer so oft schwingen würde wie das Holzschwert, hätten wir genug Nägel. Okay. Ja, ich hätte mich mal vor ihr stellen sollen. Es war ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt nur ihren Rücken gesehen haben. Ja, gut. Also wir können jetzt die beiden Mädels suchen und treffen. Und möglicherweise auch Heinrich. Muss ich mal gucken. Also Bianca. Da unten ist Johanka. Das ist unser Vater. Vielleicht ist er ja hier beim Schwertkampf. Können wir ja mal vorbeischauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause und dann geht es morgen weiter, genau an dieser Stelle. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.